Hallo meine Freunde, hier ist Boofer Tony und Let's Play Chase the Jet ist wieder am Start, yeah. Und gibt es irgendwas Gutes zu kaufen? Irgendwas Geschickiges? Oh, was Geschickiges. Das ist aber scheiße. Was habe ich denn? Epic. Ein schönes Epic. Nee. Das brauche ich alles nicht. Vielleicht irgendwas von hier. Intelligence, Ability, nee, Chance. Nein. Nein, brauche ich alles nicht. Ja. Dann wollen wir doch erstmal einen Ehrenhallenkampf bestreiten gegen Lumi. Ja, das gewinne ich auf jeden Fall. Und 16,200% in die Sammelalbum. Und meine Quest hier auf S22 ist fast Ende. Gegner ist tot. Tot. Oh, da ist ein Gürtel. Ein Ausdauergürtel. Nee, den will ich jetzt eigentlich nicht. So, diese Quest hier nehme ich mal. Und dann wollen wir doch hier bei ihm mal ein paar Dungeons versuchen. Ja. Dungeons. Ein paar Dungeons. So, jetzt mit meinem Geschicktrank. Gemacht. Allerdings kriege ich so ein Kack-Scheiß-Epic. So ein Scheiß-Glücksteil. Obwohl mit mehr Crits und genügend Ausweichen gegen Krieger ist das schon gut. Aber jetzt allgemein finde ich Glücks-Epics eigentlich richtig scheiße. Obwohl der Unterschied von den Werten her doch schon gravierend ist. So, ich habe noch gar nicht geskillt, das könnte ich noch machen. Hier habe ich den höchsten Trank drauf, also skill ich alles hier drauf. So handhabe ich das in letzter Zeit. So. Ich lege einfach mal den Glücksbogen an und mal gucken, wie sich meine Sachen verändern. Oh, jetzt habe ich eine 50% Crit-Chance. Wer ist denn der nächste Gegner? Ich habe den hier noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, welches Level der hat. 52. Der muss gehen. Aber oh, das ist ein Geschickgegner, dann mit dem hier. Einen Versuch mache ich noch. Und es ist gemacht. Ein Intelligenzkack-Dings. Bullshit. Das will niemand. Zack, einmal. Nix, einmal skillen. Ja. Dann. Ja, mit 50 Pilzen höre ich dann auf. Würde ich mal sagen. Und haue dann die nächste Quest für hier rein. Und ich gucke mal nach einem Gildenkrieg. Und? Nein. Diesmal nicht. Dann S25. Erstmal nach einem Gildenkrieg gucken. Und? Nein, auch nicht. Schade. Aber was soll man machen? So, ich weiß jetzt nicht, welche Tränke ich drin habe. Aber Getränke habe ich heute auf jeden Fall schon geguckt. Deswegen einfach mal gewinnen. Genau. Sammelalbum 43,59%. Ja. Tja. Ist okay, aber nicht gut und so. Also. Okay, dann alles hier drauf wegen Ausdauer und Lebenstrank gegen Intelligenzgegner. Bin ich zwar jetzt überhaupt nicht gewappnet, aber ich habe jetzt eigentlich auch nicht vorgehabt, gegen Intelligenzgegner zu kämpfen. So, zack, weg damit. Ohne Waffe. Eine Ausdauerwaffe, die brauche ich allerdings rein gar nicht. So, dann hauen wir noch wen weg. Ach du Scheiße, wer ist denn der nächste Gegner? Sierra überhaupt, man kann, will ich mal ausprobieren. Stufe 110. Oh, komm, ich brauche Crits. Crits, wie ich hier Crits brauche, nicht eher. Ach, Bafui. Ne. Ohne Crits. Tollwütiger Wolf. Mal gucken. Stufe 104. Komm, Crits. Crits. Oh mein Gott. Gar nichts. So, noch einmal den Dragor der Sümpfe. 108. Komm, hier brauche ich die Crits, so wie den ersten. Oh mein Gott, jetzt crittet er. Nö, das wird nichts. Das hat man schon gesehen im Ansatz. Okay, und wie sieht's? Ja, nichts Post. Auch kein Gildenkrieg. Na, schade. Jetzt langsam wird's aber auch unbedingt mal wieder Zeit, ein bisschen zu skillen. Boah, Alter, wie schnell mein Geld weggeht, wenn ich ein paar Skills auf Stärke lege.
So, dann wollen wir eine Ehrenhalle doch mal. Warte, was sind meine Skills? Die muss ich mir eben angucken. 4, 7, 2, 6. Das reicht mir schon. Der hier war mal ganz schlecht. Ist immer noch ganz schlecht. Wie hat er es denn ein bisschen. Oh mein Gott. Das war knapper als gedacht. Da dachte ich, den schaffe ich ganz locker. Und dann, ja, kommt sowas. So, dann der hier. Ohne meinen Ausdauertrank geht's, glaube ich, nicht. Ah, komm, dieser eine scheiß Ausdauertrank fehlt mir. Das nervt, das nervt, das nervt. So, damit sind wir auch schon bei allen Servern durch. Und ja, ist diesmal ein sehr kurzes Video geworden, aber ist nicht schlimm und deswegen verabschiede ich mich euch. Verabschiede ich mich euch? Nein, verabschiede ich mich jetzt bei euch und bis zum nächsten Mal.